Hallo und herzlich willkommen aus der Halle Ost zu einer neuen Ausgabe von Crunchtime TV. Heute an meiner Linken die Theresa. Hallo. Und zu meiner Rechten habe ich die Alina mitgebracht. Hi. So, ja, ihr seht gut aus, ich sehe gut aus, wie immer. Warum? Wir haben gewonnen. Sag mal, steht nicht mehr dran. steht nicht mehr dran. Aber okay, wir haben da unseren Superspicker hier. Irgendwas mit 40 zu 23. 40 zu 23. Genau, sehr gut. Alina, was haben wir heute gut gemacht? Also im Angriff haben wir ziemlich gut die Chancen verwertet und in der Abwehr, die war ziemlich gut. Also wir haben um die Bälle gekämpft. Sie war viel besser als im Spiel gegen Bad Salzuflen. Also praktisch eine 100%ige Steigerung. Theresa, was würdest du da ergänzen? Ich glaube, wir haben das erste Mal diese Saison Sascha sehr, sehr glücklich gemacht mit dem, was wir gespielt haben. Wir haben endlich das gemacht, was wir machen sollten, bis zum Außen immer durchgestoßen und abgeräumt und endlich mal Handball gespielt. Ja, wir finden endlich mal wieder zu unserer Stärke den Tempo-Handball zusammen. Zurück passt. Wir finden wieder zum Tempo-Handball zurück, so wie er uns eigentlich jahrelang ausgezeichnet hat. Ja, es ist Sonntagabend. Nee, das macht nichts. Heute ist wieder eine lustige Aufgabe. Heute ist wieder eine lustige Ausgabe. Puh, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin heute ganz kurz und knapp. Woran müssen wir arbeiten? Habt ihr noch was, was ihr sagt, da könnten wir noch auf alle Fälle dran weiterschrauben? Oh ja, ich hab was. Hast du auch was? Noch mehr Bälle ins Tor werfen. Ja, oder Fehler nach vorne vermeiden. Was würdet ihr dazu sagen beim Tempospiel? Ja, zweite Welle, zwar endlich mal wieder gut, aber noch ausbaufähig. Genau, da ist oft noch mal zu schnell der Ball weggeworfen. Zu schnell der Ball, ja alles gut, es ist einfach, der Kopf ist heute gar. Zu schnell der Ball weggeworfen worden. Ansonsten, wie ihr es schon seht bei uns im Hintergrund, unsere zweite Dame läuft sich voller Eifer warm. Die spielen nämlich direkt nach uns gegen den VfL Mettingen. Da sind wir mal gespannt. Bislang stehen unsere Damen ja ganz gut da in der Kreisliga. Wir spielen am kommenden Freitag wieder gegen den TSV Halen in Halen. Um 8:30, glaube ich. Also recht spät. Um 20 Uhr. Um 8. Ja. Also erstes Auswärtsspiel, dann haben wir Samstag, Sonntag frei. Und am 23.11., nochmal an dieser Stelle darauf hingewiesen, ist die Sportgala der von Arminia und der ISV. Also kommt vorbei, kauft Karten, guckt euch die coole Show an. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle teilnehmt. Mädels, seid ihr zufrieden? Können wir fertig? Fertig für heute, oder? Adios, macht's gut, Leute.